Verdammt, kommt jederzeit wieder. Alles klar. Mario, du, wir haben schon eingekauft. Wir können ruhig nun losgehen hier in diesem großen Lavaberg. Berg Furio heißt der, genau. Hier haben wir abgespeichert, nachdem wir Nitro Toad hier letztens kennengelernt haben. Und nun seht ihr selbst, wie es weitergeht. Müsst aufpassen, auf diesen Blöcken kann man nicht lange... Danke, Mario. Auf diesen Blöcken kann man nicht lange... Danke, Mario. Auf diesen Blöcken kann man nicht lange stehen bleiben. Plus, ich möchte und gerne gegen die kämpfen. Nein! Vor allem das Problem ist, selbst wenn wir jetzt gegen die kämpfen, kann es trotzdem sein, dass wir nochmal in die Lava fliegen und dann ist sowieso Ende Gelände. Also schnell, retten, retten, nein! Hier kommt keiner. Weg, weg. Hier ist keiner. Hier ist weg. Nein, was? Ich bin abgedriftet, glaube ich. Das passiert leider in diesem Spiel sehr oft, dass man ein bisschen wegdriftet. Ach, komm schon, das war der letzte Block. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es, Freunde. Versprochen. Versprochen. Nicht versprochen. Nein, nicht versprochen. Ich habe nichts versprochen. Das ist gar nicht wahr. Ich habe am Ende nochmal gesagt, nicht versprochen. Also zählt es auch nicht. Könnt mir da nichts tun. Warum, wo ist die Plattform weg? Was zur Hölle? Wo? Oh mein Gott, wie viel Damage machst du bitte, Bruder? Wo ist die Plattform hin? Weg. Cool. Danke, Spiel. Das ist echt nett von dir, Spiel. Danke. Aber die freaking Plattform löschen, wo ich lang muss. Ja, hä, first try. Geht doch. Easy, hä? Na, egal. Was zum... Hi, Hotheads. Warum formt... Was formt ihr da? Was wird das? Es wird ein kleiner Zwischenboss. Okay, so klein ist es auch nicht. Junge, ein Drachenblag, wie es aussieht. Kaiserdrache nennt er sich sogar. Okay. Kann ich noch jemand anderen angreifen? Nee, nur ihn. Die sind jetzt eins geworden. Aber ich finde diese Statue damit drin cool. Na gut. Bowser. Der kann da mal den Erdkracher machen. Mal gucken, ob es funktioniert hier. Tatsache. Den kannst du einfach einsetzen. Interessant. Und den Supersprung setzen wir natürlich auch mal wieder. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Mist. Na gut, passiert. Badam. Eis und Gift. Gut zu wissen. Ich bin Feuer und Flamme. Also ganz wirklich. Ich brenne und so, ne? Ja, habe ich mitbekommen. Ich brauche erstmal einen neuen Sirup. Schaffen wir es nicht. Dum, 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 dum. Mario. Dum, 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 dum. Was war jetzt nochmal? Sprung war in Mittel, ne? Machen wir einfach den Punch. Jetzt habe ich die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Auch nicht so viel besser. Helio. Wer ist Helio? Wer hat dich mit eingeladen? Ich glaube, ich muss mal wechseln. Erstmal auf Peach, damit sie Mario heilen kann. Du, 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 der Bärbär. Zack. Welcome back. Und Bowser, du hast doch ja den Giftdampf. Yeah. Auch wenn wir den Helio eigentlich auch nochmal analysieren müssten, war es mir jetzt wichtiger, erstmal uns hier mehr oder weniger zu retten in der Situation. Oh! Feuerwall. Ja, die Attacke kämpfen wir und da können wir auch nicht wirklich was groß machen. Wir machen ein kleines Gruppenkuscheln, auch wenn Mario es nicht braucht. Das ist trotzdem besser, als wenn ich jetzt Items benutze, tatsächlich. Und ja, greifen wir mal so an. So schlecht kann es auch nicht sein. Ne, macht fast gleichen Damage. Also, man eigentlich kaum Unterschied. Na gut. Nein, ich kann das nicht ausweichen. Ich weiß nicht, wann der Timing ist. Och nee, da kann er aber wirklich alle attacken, oder? Kann das sein? Ist okay, Spiel, ist okay. Erstmal Mario wieder zurückbringen. So. Full Heal. Bowser. Du wechselst jetzt aus zu Mallow. Mallow. Du heilst erstmal Peach. Denn dir geht's ja einigermaßen noch gut. Dankeschön. Wunderbar. So, und du nimmst dir noch einen Ahornsirup zu dir. Und jetzt müssen wir ausweichen. Oder zumindest versuchen. Jetzt! Nein! Das ist schwierig.
Jetzt hat er die Dinger wieder. Okay, wir machen Gruppenkuscheln. Analyse. Und dann... Was? Wie ist das Mario dran? Okay, warte, ich versuche mal den Ultrasprung. Verdammt. Naja. Naja, man sieht hier halt nichts. Hier gibt es auch keinen Schatten, woran ich mich orientieren kann. Also... Ja, nicht so gut, ne? Aber Gruppenkuscheln funktioniert sehr gut im Moment. Freut mich. So, Helio. Wer oder was bist du? Eis. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Stein, aber ich brenne für diesen Kampf. Oh. Verstehe. Verstehe. Nun gut. Aber ich brenne für den Sieg. Und für Peach. Aua. Also, Mario meint jetzt natürlich nicht mich. Also, es geht so. Also vielleicht schon, aber... Ist jetzt auch egal. Müssen wir nicht nochmal über Lolli Peach reden. Reden wir doch eher mal darüber, dass er jetzt vom Schneemeister getroffen wird hier. Bonk. Boing, boing. Wie viel Damage? Sehr schöner. Damage! Ja, ausgewichen! Endlich! Auch mal gesch... Boah. Vor allem ist das auch sehr gut für unsere Leiste unten links. Die haben wir jetzt fast voll schon wieder. Was natürlich richtig nice ist. Bowser, halt dich mal. Ja, Kumpel, halt dich mal. Mit einem Medium-Pilz. Der reicht fürs erste Haus. Und jetzt nochmal den Schnee. Hey, Meister auf euch alle. Ja, diese im Kreis drehen Attacken sind super einfach. Also wirklich, kannst du wirklich ganz normal im Kreis drehen. Das reicht völlig aus. Easy peasy. Da du nicht mehr vergiftet bist, Kumpel, müssen wir das mal ganz kurz ändern. Zack. So, und Mario darf erstmal den Cloud-Kutschen-Knaller einsetzen. Bam, 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 bam. Und wie viel Damage, wie viel Damage, wie viel Damage? Oh, 300, da geht er down. Good job, guys. Wieso geht die Musik weiter? Warte, ist es noch nicht vorbei? Er wurde zu einem Skelettdrachen. Klapperdrache. Denkt er sich jetzt was anderes? Hat er neue Schwächen? Ja, hat er. Sprung Elektro. Ihr denkt, das war's. Ha, er wird nur leicht angetötet. Okay. Jetzt. Gut gemacht. Okay, was heißt nochmal Sprung und Blitz, ne? Na, Bowser, dann bist du hier völlig falsch. Aber du kannst ruhig angreifen. Bam. Sehr viel Damage. Good job, Mellow. Okay, wenn du so Sprünge so sehr magst, ne? Wie wär's dann mit so einem super, duper, heftigen Sprung? Ah, schade. Ja, wie gesagt, Sprünge sind ein bisschen schwierig gegen den. Ah, Mist, ich muss erstmal aufladen. Ich hab nicht genug für einen Donnerschlag. Oh no. Oh no, 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 no. Aber so viel Leben kann er gar nicht mehr haben. Er muss doch fast down sein. Oder? So, Donnerschlag. Bam! Naja, geht so. Sturm? Oh no. Das hat Damage gemacht, das fand ich nicht. Oh, okay, hör mal damit. Ach, auf Kuppel. Ich mach mal einen normalen Sprung. So. Verbraucht weniger und macht mehr Damage. Und Blitzgewitter manchmal. Weil das kann ich viel besser als die andere Attacke. Never mind. Macht gar keinen Damage gegen den. Ey, wo kommen die Steine her? Boah, was? Oh, ich will da dringend geknuddelt werden. Oh, verdammt, Mario ist tot. Hab ich gar nicht gemerkt. Ich hab einen Mutterwache. Glücklicherweise habe ich hier eine Soda. Kannst du trinken? Yummy. Oh, nein. Haha. Badabam! Timing. Timing. Ja, boah, Gino? Du mit deinem... actually, lad mich einfach nur mal auf. Hier. Holt es so gut raus. Wie lustig. Ich versuch's nochmal mit dem Donnerschlag. Ah, getroffen. Wie immer.
Na, Mist. Oh no, wir sind tot, wir sind alle tot. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Wie wär's, wenn wir uns nochmal kuscheln? Ja, also ganz ehrlich, ich würde sagen, mein Main-Team ist bestimmt so Richtung Mario, Peach, Bowser. Die finde ich irgendwie am besten, muss ich persönlich so sagen. Mallow ist das Ding. Mallow hat viele verschiedene Attacken. Ist auch gut so. Aber er hat... Weiß nicht, er ist so ein Mischmasch und er macht halt so wenig Damage und es ist okay. Ich habe die falsche Attacke eingesetzt, ja, habe ich. Egal. Und Gino? Seine Attacken... Ja, daneben, Mist. Seine Attacken sind schwer zu treffen. Aber ansonsten ist er natürlich der krasseste hier. Offensichtlich. By the way, kann er jetzt nicht mal sterben hier? Also ein zweites Mal sterben, bitte? Es reicht langsam. Ich will nicht, dass er weiterlebt. Ich versuche nochmal den Donnerschock. Das macht trotzdem gut Damage. Explosion? Wow! Was ist das denn für ein Angriff? Oh Mann. Dass der immer noch auf zwei Beinen stehen kann. Unfassbar. Nicht auf Bowser. Komm schon. Und natürlich. Aus. Ja. Nee, warum kann Peach da nicht hin? Hm? Wieso? Egal, wir haben noch ein paar Muntermacher, scheinbar. Hä, hatte ich nicht vier vorhin nur? Wie habe ich immer noch vier? Na gut, nehme ich mit. Nice. Boah. Erdkracher. Bam. Was? So wenig? Ernsthaft? Das hat ihn ja gar nicht gejuckt. Das hat sich echt überhaupt nicht gelohnt. Noch einen Sirup. Wir haben nicht mehr viel. Kann der Kampf bitte beenden? Also habe ich Angst. Aber hey, immerhin können wir so die Leiste immer weiter vollfüllen. Kann er schlafen? Versuch's mal, vielleicht kann er einschlafen. Bonk. Nein, kann er nicht. Verschwendet. Ja, muss ich ja ausprobieren, ich weiß ja nicht. Wie viel Leben hat der denn bitte? Wie viel kann er denn haben? Naja, egal wie viel auch immer er haben wird. Wir können jetzt dagegen kämpfen. Dagegen. Wenn Mallow leben würde, zumindest. Heißt, ich mach's gleich. Muss erstmal noch ein bisschen kämpfen. Oh, er ist schon tot! Schade, ich wollte noch ein episches Ende machen. Egal. Er ist tot, wir haben gewonnen und ein Level Plus für den Bowser, der fast gar nichts gemacht hat. Kriegt ein bisschen Magie Plus, das kann der gute Tank. So, schön! Wow! Wow! Egal. Ich will die Kugel nicht mitnehmen. Die sind auch wichtig für den zweiten Pokémon-Film. Komm, lass mir die hier. Und schaut mal da. Der 6. von 7 Sternen liegt einfach so hier rum. Na dann. Dann würde ich sagen, nehmen wir ihn doch direkt mal mit, wa? Also, hätte ich jetzt gesagt, aber... wo ist er hin? Wer bist du denn für einer? Wir haben den Stern! Wir sind unschlagbar! Was? Mario, Luigi, Wario? Kommt jetzt noch Waluigi? Wir sind unglaublich! Nee, Peach. Und unheimlich hinreißend! Und, schwarzer Yoshi? Gehört, macht euch vom Acker, ihr Macker! Noch ein Boss muss das sein. Na gut. Wir wollen die auf jeden Fall jagen, denn wir brauchen den Stern. Hey, Rotball, schau mal da unten. Das ist der hässlichste Schnurrbart, den ich je gesehen habe. Oh, widerlich. Der Typ sieht ja schlimmer aus als dieser Mario, der blöde Kerl. Das ist Mario Blechbirne. Hey Leute, zuallererst bringen wir den Stern an Bord der Klinge und Mario kümmern wir uns später. Hey, was soll das denn heißen? Komm zurück, verdammt. Oh, die Musik ist nice. Da ist er doch. Hey Rotball, sei doch vorsichtig damit. Mann, du hast echt zwei linke Hände.
Oh, Luigi! Der Schwarze! Oder eher gesagt, grau. Junge, wieso sind die so verdammt schnell? Wieso wird die jemals einholen? Das geht doch nicht. Ah, da sind sie, da sind sie! Hinterher! Nein, sie fliehen! Naja, da müssen wir wohl mitfliehen. Boing! Doch wohin geht's denn jetzt? Oh, hi. Auf dem Krater. Nanu, wo ist die denn, die Klinge? Nur die Ruhe. Sie ist sicher schon hier unterwegs. Bist du sicher, Rotball? Sicher bin ich sicher. Und jetzt entspannt euch. Da ist Mario. Zu spät. Es ist viel zu spät. Wo stecken das Ding? Ruhe, Heuldosen! Meta Knight? Nein, es ist was anderes. Na, endlich! Wow. Komm, wir müssen hinterher! Jetzt gibt's einen Boss. Wir durften nicht mal speichern oder heilen! Im Namen aller Schlechter! Für Bosheit, Ruch und Qual! Erzittert, ihr Gerechten! Ein Schwert des bösen Stahl! Hier kommt... die Ballbande! Ihr habt ein langes Intro, ne? Dieses Sternstück gibt den Leuten Hoffnung! Es muss zerstört werden! Oh! Aber doch, wir wurden geheilt. Danke, Spiel. Immerhin etwas. Oh! Wieso dürfen wir alle auf einmal angreifen? Das ist total unfair! Oh, die heilt sich einfach. Okay, alles klar. Okay, wie wär's, wenn wir einfach mal den Ultrasprung ausprobieren auf die? Ja, schade. Schade. Bin nicht so gut drin. Okay, wir wechseln aus zu Bowser und setzen dann den Clown Kutscher Knaller ein. Meiner Meinung nach die beste Attacke von denen, denn ich setze sie am meisten ein. Bam, bam, bam. Denn da werden alle getroffen. Und das mit gar nicht mal so wenig Schaden. Wie ihr jetzt sehen werdet. Boah, das ist schon hardcore. Rundball! Was denn? Ich hab Kopfweh. Bist aus der Form, du Schlaffi. Hey, Rotball! Was denn? Meine Schminke läuft. Kauf nächstes Mal bessere! Ach, die kann ich nicht besiegen jetzt. Also, die sind besiegt wahrscheinlich. Oh. Na dann, wie wär's mit einem Blitzgewitter? Oh, den juckt's nicht. Was zum Bombendonner? Boah! Die haben's echt auf Mallow abgesehen. Oh oh, er bufft sich. Wow! Nein! Gar nicht gut. Okay, Gino, Lichtsalve. Es wird Zeit für einen heftigen Angriff! Der Sterne! Oh Gott, das Bombendonner. Ha, daneben, wie gefällt euch das? Leute, bam, bam, bam. Na, immerhin einmal besser, immerhin. So, Rotball. Einer von fünf Leuten, die ich hier analysieren kann. Ja, hab gerade falsch posiert. Das ist echt doof, ne? Aber weißt du was? Juckt mich nicht. Was mich eher juckt, ist, dass mir den Stern herrückt. Hey, Rotball. Was denn? Meine Brille hat einen Sprung. Ja, nicht nur die. Oha. Oh, Gino, nein. Ich versuch's. Es sind nur noch zwei, wo er landen kann. Seht ihr? Jetzt sieht's ein bisschen besser. Nice. Hey, Rotboy. Was denn? Ich hab Kohldampf. Mach dir satte Gedanken. Satte Gedanken. Auch nicht schlecht. Ich kann nur noch ihn. Ah, hätte ich ihn machen sollen. Na gut.
Peach, belebe Gino wieder und dann kann er direkt schön angreifen. Ist das nicht schön? Dankeschön. Direkt mit einem... Ich versuch's. Naja, immer ein bisschen was getroffen. Ich kann den Diskus überhaupt nicht, obwohl er richtig stark ist. Genug, jetzt bin ich sauer! Nun setzen wir euch ein Ende! Oh, oh, was macht der Kopf dahinter? Formation, hepp! Und los! Nein, die Power Rangers! Was haben die Power Rangers vor? Die Klinge! Was ist denn bitte die Klinge? Vielleicht kann ich ja mit Feuer nachhelfen! Kann zumindest versuchen. Erstmal brauche ich wieder ein bisschen Sirup. Ich meine, es hat Damage gemacht. Es war okay vom Damage her. Aktiviere Superstrahler! Maximale Aufladung erreicht! Maximale Energie! Bereit! Das Integrator Feuer! Was zum... Oh! Was zum Teufel? Ist jetzt nicht dein Ernst. What? Na gut. Bisschen Damage machen ist wichtiger als gar kein Damage machen, ne? Boah, so wenig, aber so komplett wenig. Lass ich's lieber mal. Beginne Aufladung. Oh nein. Mellow. Optionen. Quartzki Option. Elektro. Warum habe die mich nicht von Anfang an genutzt? Weiß ich nicht. Aber. Ja, nee. Ja. Medium Pilz von Mellow. Ich hoffe, es lässt ihn überleben. Denn was anderes kann ich jetzt nicht mehr tun. Das Einzige, was ich tun kann, ist. Ich kann mal die Stille versuchen. Ah, im Kreis drehen. Stille! Ruhig mit euch! Nee, geht nicht, schade. Das Integrator. Ah! Oh, gerade noch so überlebt. Oh, gerade noch so am Leben. Aber nicht mehr lang. Oh, das hat ich nicht gemacht. Peach, du heilst uns. Okay, und Mellow, du tust deinen Pikachu-Angriff, Donnerschock-Attacke! Bam! Hat ihn wohl selten wenig gejuckt. Na gut. Ahornsirup, unser letztes Ahornsirup. Okay. Peach! Nein. Doch! Nein. Versuch mal anzugreifen. Ja, gar nicht so schlecht. Donnerschlag! Bam, bam! Sehr schön. Leider können wir das wieder nicht abwehren. Oh, Peach hat's abgewehrt. Das ist ja ganz schön und gut. Dann kann sie jetzt direkt mal uns alle heilen. Wenn sie sowieso easy, safe ist. Und noch ein Blitz! Boah, sehr schön, sehr, sehr schön. Okay, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Bam, bam. Bam, bam. Und zu guter Letzt noch ein. Bam, bam. Ah, nicht getroffen. Aber trotzdem 130 Damage gemacht. Das kann nicht sein. Wir sind unschlagbar. Bruder, ich kann nicht mehr. Träume ich, die bei meiner unterliegt. Ah! Hey, gewonnen. Cool. Aber kein Grund zu feiern, denn wir haben uns doch retten können. Puh. Puh. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Und hey, ich meine, wenn niemand sonst diesen roten, glitzernden Stern haben möchte, dann nehmen wir ihn doch gerne an. Ding, ding, ding. Aber ich fand diesen Bait-Out ganz lustig, wo die Katze angefangen hat und dann wieder abgebrochen wurde. Das fand ich lustig.
Yeah, gut gemacht, Freunde. Ein einziger Stern fehlt noch und wir können die Straße, die Sternstraße, wieder reparieren. Und alle können ihre Wünsche äußern. Also Leute, jetzt wird's ernst. 6 Sternstücke sind nun gefunden. Doch wo nur könnte das letzte Stück warten? Okay, gehen wir auf zum Nimbusland, denn das Spiel will, dass wir hier hingehen. Könnt ihr ein bisschen baden und uns dort entspannen, ein bisschen aufheilen. Aber wir sind schon aufgeheilt. Ja, nee, dann nicht. Nee, das tue ich mir doch nicht so an, hallo? Keine Ahnung, was ich laber. Auf jeden Fall können wir uns hier noch eben Sirup kaufen und ich schätze mit Leuten reden oder so. Gucken wir gleich mal. Oh, den Gesichtsausdruck kenne ich doch. Der sagt mir, ich so was Bestimmtes. Na, was kann ich denn noch für euch tun? Du kannst leise sein und mir Ahornsirup verkaufen. Ding, dankeschön. Gruppenreinigung. Hm. Nett. Aber das soll erstmal reichen. Mit wem soll ich denn reden? Mit dem hier oben? Ist der Bus jetzt da? Wo ist der Bus? Keine Ahnung, wir machen Reparatur. Wieso stehst du denn hier? Okay. Ich lass ihn mal. Ich will ihn das nicht fragen. Hi! Merlo, ihr seid in der Tat der wahre Prinz! Ah, nichts Neues. Hm, wieso soll ich denn hier wieder zurück? Gibt es im Schloss vielleicht neue. Oh. Hi! Eine gar herrliche Statue, nicht wahr? Ja, schon cool. Endlich können wir uns wieder frei im Schloss und im Königreich bewegen. Bald kommen auch wieder Besucher von unten zu uns empor. Das Mädchen beim Gasthaus kann euch sagen, wer hier ist. Das Mädchen beim Gasthaus? Da sollen wir hin? Alter, seht ihr aber wirklich ganz besonders fluffig aus, Prinz. Danke, aber ich bin Mario. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich guck trotzdem mal nach. Haben wir es schon geholt? Ja, mal, okay. Hallöchen! Was? Geheimschatz? Wie und seit wann gibt's denn hier? Warte, ich weiß von keinem Geheimschatz. Warum ist da ein Vogel? Warum habt ihr hier einen Vogel? Oh, gefunden. Cool, muss ich gar nicht mal nachschauen. Ah ne, warte. Dings, das war hier in der Mitte. Ne? Das war doch hier in der Mitte. Ich bin gekommen, um mir die königliche Statue anzusehen. Die ist wirklich bemerkenswert. Oh, wie cool. Das sind wir alle. Diese Statue, sie wirkt so unwirklich. Was? Gino wirkt unreal? Warum? Warum das denn? Der König ist immer glücklich, seit Merlo wieder bei ihm ist. Das erinnert mich an die Zeit, als er noch jung war und in seinem königlichen Bus durch die Lüfte glitt. Ja, wo ist denn der Bus? Lange nicht gesehen, Prinz Merlo. Immer noch, ich bin Mario und kein Prinz. Ich verstehe einfach gar nichts. Ja, wir können dem König endlich wieder zu Diensten sein. Leider haben wir unsere Haustür nicht abgesperrt. Hoffentlich ist nichts passiert. Was? Wie random. Wusstet ihr, dass es hier ganz in der Nähe eine heiße Quelle zum Baden gibt? Ja. Ach, schade. Wäre die erste gewesen. Ja. Achso, der Typ da hinten wollte bestimmt mal was sagen, oder? Hi. Jo, der König hat mich wieder als Wache eingestellt. So wie früher. Prinz Merlo! Ich danke dir sehr. Dank des Schlüssels von dir konnten wir meinem Vater den König retten. Dankeschön, werte Hoheit. Und außerdem habt ihr ihn doch gerettet, nicht ich? Na, in jedem Fall wünsche ich dir alles Gute. Und ich ebenfalls. Ach, und eure Hoheit? Ja, diese Kleinigkeit möchte ich euch geben. Bitte sagt nicht nein. Blumenset, oh, danke. Yay! Sehr nett, Kumpel. Bam, 84. Ich habe übrigens nachgeschaut, es gibt keine 100 Blumen und ich kann nicht mehr alle bekommen. Weil es gibt welche, die man verpassen kann. Wie zum Beispiel bei dem Borsto-Minigame, wo man auf die 3 Scheiger springen kann, während man hochrennt. Da gibt es auch welche und die gibt es nie wieder jetzt. Also, in dem Bezug waren wir keine 100%, sondern ich habe schon 85. Das ist schon richtig viel eigentlich. So. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's dann weiter hier in Super Mario RPG.